Diese Website verwendet Cookies für Analysen, personalisierte Inhalte und Werbung. Indem Sie diese Website nutzen, erklären Sie sich mit dieser Verwendung einverstanden. Weitere Informationen: Urheberrecht. Imago Doping beichte, darum hielt sich Zehnkämpfer Christian Schenk für Attentäter. Anis Amri in den Pillen steckte Oral-Turinabol, sie nannten sie Smarties. Das war, als sich Christian Schenk und seine Trainingsgruppe noch nicht über die Folgen ihres Tuns bewusst waren. Der Zehnkämpfer wurde Jahre später depressiv, erhielt sich zwischenzeitlich für den Attentäter Anis Amri. Erst 24 Jahre nach seiner Karriere hat der Olympiasieger Schenk erstmals Doping zugegeben. 1988 hatte er für die DDR startend bei den Sommerspielen von Seoul triumphiert. Dieser Triumph erscheint nun in einem anderen, keineswegs aber in einem überraschenden Licht. Die Beichte kommt spät, aber immerhin, sie kommt. Am Montag wird im Drömer Verlag seine Autobiografie erscheinen. Titel: Riss, mein Leben zwischen Hymne und Hölle. Der heute 53-Jährige spricht nun über gravierende psychische Probleme, die der Betrug an Körper und Konkurrenz nach sich zog. Die Depressionen waren so tief gewesen, dass ich sogar daran gedacht hatte, meinem Leben ein Ende zu setzen, sagte der Rostocker in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In seinem Buch beschreibt Schenk nun also seine vermeintliche Flucht vor der Polizei zu Silvester 2016, die eine Folge seiner seit 2009 bestehenden Krankheit gewesen sei. Ich hielt mich für Anis Amri, den Attentäter vom Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz. Das war für mich der Horror, berichtet Schenk, der heute im Haus seiner Eltern auf der Insel Rügen lebt. Ich habe mich vollständig mit ihm identifiziert. Bei dem Anschlag des Terroristen Amri waren am 19. Dezember 2016 12 Menschen getötet und viele verletzt worden. Schon im Alter von 20 Jahren, erzählt Schenk, habe er zum ersten Mal gedopt. Vielmehr, er wurde gedopt. 1985. Für mich war das wie das Erreichen der nächsten Stufe, fast eine Würdigung, erzählt der Mecklenburger. Die Pillen zu bekommen, das bedeutete, dass ich in den Kader aufgenommen war, von dem besondere Leistungen erwartet wurden. Niemand habe mit ihm über Nebenwirkungen oder Risiken gesprochen, sein Trainer nicht und auch nicht sein Vater, immerhin ein Mediziner und eigentlich dem Hippokratischen Eid verpflichtet. Ines Geipel, die Vorsitzende der Doping-Opferhilfe, findet Schenks Geständnis respektabel, kritisiert aber, dass er zugleich die männliche Achse des Systems schützt, seinen Vater, seinen Trainer. Die frühere Sprinterin sagt, dieses Problem von Doping und Psyche muss von der Gesellschaft unbedingt ernst genommen werden. Schenk schreibt in seinem Buch unter anderem: Anfangs bestritt ich, jemals verbotene Mittel eingenommen zu haben. Dann legte ich mir die juristisch etwas weichere Antwort zurecht, ich hätte nie wissentlich gedopt. Beides war gelogen. Schenk war bei der WM 1991 Dritter geworden, nach der Wende wechselte er vom SC Empor Rostock zum USC Mainz. Im Höhentrainingslager in Belmeken, Bulgarien, habe er erlebt, so schreibt Schenk weiter, dass zu den Mahlzeiten auf den Tellern der Athleten die verschiedensten Pillen ausgeschüttet wurden. Auf Seite 156 enthüllt er, wir nannten sie Smarties. Was genau wir da schluckten, weiß ich nicht. Er erinnerte auch an eine spezielle Behandlung der Sportärzte von Empor Rostock. Dabei sei ihm Blut abgenommen worden und nach UV-Bestrahlung und Beigabe eines Vitamincocktails wieder injiziert. Angeblich um Infektionen vorzubeugen, berichtete Schenk. Demnach sollte das bestrahlte Blut im Körper wie ein Code wirken, der dazu führte, dass etwaig vorhandenen Krankheitserregern der Garaus gemacht wurde. So ungefähr, erklärte der Arzt mir das öffentlich, hatte er bisher eigene Dopingverfehlungen nie eingeräumt. Bei einem sportpolitischen Seminar in Bad Beurüsselte er einmal den Dopingjäger Werner Franke. Hören Sie doch mit dem Mist auf. Das kann doch keiner mehr hören.
Sie waren doch nie Athlet, rief er dem Forscher erbost zu. Franke hatte via Laptop Doping-Dokumente an die Leinwand geworfen. BLZ DPA, mehr auf MSN, Feedback an MSN senden, was können wir besser machen? Gesamtwertung für Website.